Hallo und herzlich willkommen auf meinem Strickkanal auf Hannas Knitting Channel. Ich bin die Hanna und heute stricken wir gemeinsam dieses wunderbare Babyjäckchen. Es besteht am Rand aus kraus rechts gestrickten Maschen, ist ansonsten glatt rechts gestrickt, unterbrochen von einigen einfachen Ajourmustereien. Als Highlight hat es diesen tollen Blattmusterkragen. Den zeige ich euch in einem extra Video ganz ausführlich, weil wir dann jede Reihe einzeln gemeinsam arbeiten werden. Passend dazu stricke ich in nächsten Videos noch ein Pumpöschen und ein süßes Mützchen. Das Mützchen ebenfalls im Blattmuster. Ich würde sagen, habt viel Spaß beim Nacharbeiten. Eure Hanna. Ich habe jetzt hier 3 cm kraus rechts für das Bündchen gestrickt. So, schauen wir mal hier. 3 cm. Eins, zwei, drei. Das ist übrigens sehr praktisch. Es geht bis 14 cm und hier kann man, wenn die Nadelgröße an den Stricknadeln abgenutzt ist, kann man die hier reinstecken und dann hat man wieder, dann kann man ablesen, welche Nadelgröße man hat. Aber gut, so. Wir haben das also jetzt 3 cm kraus gestrickt. Das ist unser Bündchen. Und jetzt müssen wir 8 Reihen glatt rechts stricken. Und dann fangen wir so nach diesen 3 cm kraus rechts, stricken wir jetzt 8 Reihen glatt rechts. Also die Hinreihe rechte Maschen und die Rückreihe linke Maschen. Das ergibt dann glatt rechts. Wir fangen damit an. Machen wir 8 Reihen, das ist unsere erste Reihe. Ich habe jetzt die 8 Reihen rechts gestrickt. Und jetzt fangen wir mit der 9. Reihe an. Machen wir unsere Randmasche. Die besteht bei mir aus einer rechten Masche. Randmasche. Dann stricken wir 13 Maschen rechts. Jetzt machen wir einen Umschlag und stricken 2 Maschen überzogen zusammen. Das heißt, wir heben die erste Masche wie zum Rechtstricken ab, stricken die zweite Masche rechts und heben die vorherige Masche über die gestrickte Masche. Und die 13. Masche. Einen Umschlag, eine Masche abheben, eine Masche rechts stricken,
und die abgehobene Masche über die rechts gestrickte Masche heben. Haben wir jetzt bis zum Ende der Reihe. Die Rückreihe wird dann komplett links gestrickt. Die Umschläge werden links gestrickt. Die überzogenen Maschen werden links gestrickt. Und dann melde ich mich wieder. Jetzt kann man das zarte Lochmuster auch schon erkennen. Hier. Wir haben jetzt die 12. Reihe gestrickt. Und die 12. bis zur 32. Reihe müssen wir jetzt glatt rechts stricken. Und dann fangen wir wieder mit dem Lochmuster an. Die 12. bis 32. Reihe habe ich jetzt glatt rechts hochgestrickt. In der 33. Reihe habe ich dann mit dem zweiten Teil des Lochmusters angefangen. Das heißt, ich habe meine Randmasche gestrickt. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rechte Maschen gestrickt, einen Umschlag und 2 Maschen rechts überzogen zusammengestrickt. Wieder 13 Maschen rechts, ein Umschlag, 2 Maschen rechts überzogen zusammengestrickt, 13 Maschen rechts, ein Umschlag, 2 rechts zusammengestrickt, 2 rechts überzogen zusammengestrickt, 13 rechte Maschen, ein Umschlag, 2 Maschen rechts überzogen zusammengestrickt und den Rest bis zum Rand. Jetzt stricke ich die Rückreihe zurück in linken Maschen, außer die Randmaschen natürlich. Und dann stricke ich den zweiten Part des Lochmusters, dass es auch so aussieht wie hier. Ja, dann sehen wir uns wieder. Jetzt sind wir in der 35. Reihe unserer Arbeit und dann habe ich hier die Randmasche. 1, 2, 3, 4, 5 Maschen rechts gestrickt, 2 Maschen einfach rechts zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und 2 Maschen überzogen zusammen gestrickt. Jetzt stricke ich wieder 10 Maschen rechts. 1, 2, 3. Stricke die 2 Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und eine Masche rechts überzogen zusammenstricken. Also abheben, stricken und die abgehobene Masche über die rechts gestrickte Masche ziehen. Und wieder 10 Maschen rechts und das machen wir jetzt bis zum Ende. Dann wird die Rückreihe wieder links gestrickt. Das wäre dann die 36, dann sind wir in der 37. Reihe. Ich habe also jetzt nach dem Bund 36 Maschen gestrickt, die zweite Lochmusterreihe. Und jetzt müssen wir schauen, dass nach 13 cm wir für die Raglan-Schräge in jeder zweiten Reihe 4-mal 2 Maschen abstricken müssen, rechts und links, und anschließend in jeder zweiten Reihe eine Masche abstricken müssen, rechts und links. Ein Mustersatz besteht aus 48 Reihen. Das hier ist also jetzt unsere 36. Reihe. Ich stricke jetzt noch eine Reihe rechte Maschen, das wäre dann die 37. Und dann stricke ich für die Raglan Schräge ab. Und zwar 2 Maschen abstricken. Quatsch.
Jetzt stricke ich die 38. Reihe links und nehme rechts und links für die Raglanschräge zwei Maschen ab. Das heißt, ich stricke die Randmasche nicht mit einer Masche. Also nicht so ganz normal wie eine Randmasche, nein. Ich stecke die Nadel durch die ersten drei Maschen, lege den Faden wie zum Rechtsstricken drum, lasse sie von der Nadel gleiten, habe noch eine Masche von den dreien auf der Nadel und habe somit zwei Maschen abgekettet. Das mache ich jetzt viermal in jeder zweiten Reihe, also in der 38., das ist diese, in der 40., in der 42. und in der 44. Anschließend müssen wir ja in der zweiten Reihe eine Masche abketten. Jetzt fangen wir aber erstmal damit an. So, jetzt stricken wir einfach diese Reihe links zu Ende und machen dann am Ende der Reihe das gleiche wie am Anfang der Reihe. Wir stecken die Nadel durch die letzten drei Maschen und stricken diese drei Maschen rechts ab. So haben wir zwei Maschen rechts, also zwei Maschen abgekettet oder abgenommen für die Raglanschräge. Wenn ich diese vier Abnahmen gemacht habe, dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt in jeder zweiten Reihe viermal jeweils zwei Maschen abgekettet. Das sieht man dann hier. 1, 2, 3, 4 und hier genauso 1, 2, 3 und 4. Jetzt muss ich in jeder zweiten Reihe je eine Masche beidseitig abketten. Das ist die 45. Reihe hier. Das heißt, 48 Reihen ist der Mustersatz. Ich stricke jetzt noch drei Reihen glatt rechts hoch. Immer auf die Abnahmen achten, diese nicht vergessen. Dann beginnt der Mustersatz von vorne. Das heißt, bevor wir wieder mit einer Lochreihe beginnen, stricken wir im Mustersatz nochmal 8 Reihen glatt rechts. Auch hier nicht vergessen, dass wir immer noch die Abnahmen haben. Wenn ich in der 8. Reihe angekommen bin und das Lochmuster wieder eingestrickt werden muss, dann bin ich wieder da. So, ich habe jetzt die 8 Reihen glatt rechts für den ersten Mustersatz nochmal hochgestrickt und dabei hier am Rand gleichmäßig immer in jeder zweiten Reihe eine Masche abgenommen, hier genauso. Dann habe ich jetzt in der 9. Reihe das Lochmuster wieder angefangen. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Maschen rechts gestrickt, also eine Randmasche. 15 Maschen rechts gestrickt, ein Umschlag und zwei Maschen überzogen rechts zusammengestrickt. Dann wieder 13 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 13 Maschen rechts, ein Umschlag und wieder zwei Maschen überzogen rechts zusammengestrickt. Und dann weiter bis zum Ende der Reihe gestrickt. Das ist also jetzt unsere zweite Lochmusterreihe, eigentlich unsere dritte Lochmusterreihe, die wie die erste ist. Allerdings, dadurch, dass wir abgenommen haben, hat nur noch mit zwei Lochmustern. Jetzt stricke ich hier alles wieder, außer die Randmaschen, die stricke ich rechts, alles wieder linke Maschen zurückstricken. Und auch hier wieder, weil das ist die 10. Reihe, wieder zweimal rechts und links jeweils eine Masche zusammen gestrickt. Das zeige ich dir. Also eine Masche abgenommen, das heißt zwei Maschen zusammengestrickt. So,
gehe jetzt hier rein. Na, das wollte es jetzt nicht. Nochmal. So. Und jetzt ganz normal die Maschen links stricken. Jetzt stricken wir die zweite Reihe des Lochmusters. Erst rechte Maschen bis zum Lochmuster. So, hier haben wir den Umschlag. Zwei Maschen vor dem Umschlag. So, die stricken wir jetzt rechts zusammen. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und zwei Maschen überzogen zusammenstricken. Und bis zum nächsten Lochmuster. So, wieder zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und die zwei Maschen überzogen zusammenstricken. So, jetzt stricken wir einfach weiter glatt rechts, bis dass wir alle 12 Maschen, die wir ja rechts und links in jeder zweiten Reihe für die Schräge abnehmen. Und wenn wir dann soweit sind, dann zeige ich dir auch, wie es aussieht. So, und die letzte Masche. So. So haben wir das jetzt und so stricken wir jetzt hier weiter hoch und immer schön leicht schräg abnehmen. Bis nachher. So, ich habe jetzt hier die 24. Reihe in jeder zweiten Reihe zwei Maschen zusammengestrickt. Jetzt muss ich hingehen und muss die restlichen Maschen abketten. Das mache ich wieder mit meiner Häkelnadel. Dafür gehe ich hin. Nehme die erste Masche auf meine Häkelnadel. Nehme die zweite. Und ziehe mit der Häkelnadel die Schlaufe durch die Masche, die ich auf der Stricknadel habe und durch die Masche, die ich auf der Häkelnadel habe. So. Und das gleiche wieder von vorne. Durch die Masche. Ups. Das Ganze immer schön locker, damit der Halsausschnitt auch schön locker ist und nichts einschneidet.
So, die letzten drei. Jetzt gehe ich hin, schneide den Faden ab und ziehe die Nadel durch und den Faden durch. So, ich habe den Faden abgeschnitten und jetzt ziehe ich den einfach hier durch und dann ist unser Rückenteil auch schon fertig. Ich habe jetzt mit dem linken Vorderteil angefangen, das heißt, ich habe 3 cm im kraus-rechts gestrickt. Dann habe ich mit dem Mustersatz angefangen, das heißt, ich habe 8 Reihen rechts gestrickt, also glatt rechts gestrickt. Und jetzt fange ich mit dem Lochmuster an, und zwar indem ich 11 Maschen, dann ein Umschlag, 2 Maschen überzogen rechts zusammenstricken, 11 Maschen, ein Umschlag, 2 Maschen rechts zusammengestrickt, rechts überzogen zusammengestrickt und dann den Rest auch wieder rechts. Das machen wir jetzt mal. Also, ich stricke jetzt 10 Maschen. So, 10 Maschen, ein Umschlag, abheben und überziehen. Und jetzt kriege ich 11 Maschen, ein Umschlag, 2 Maschen rechts überzogen und dann den Rest. Die zweite Reihe des Lochmusters machen wir jetzt mal zusammen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier ist unser Lochmuster, 7. 8 Maschen glatt rechts, 2 Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und 2 Maschen überzogen rechts zusammenstricken. Dann bis zum nächsten Lochmuster. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschen rechts. 2 Maschen rechts zusammenstricken. Ja, das wollte nicht so. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Und 2 Maschen rechts überzogen zusammenstricken und bis zum Reihenende rechte Maschen und die Rückreihe natürlich linke Maschen. Und dann stricken wir noch die letzte Reihe des Lochmusters gemeinsam. Ich habe jetzt hier die 33. Reihe. Das heißt, hier kommt der zweite Lochmustersatz. Ich habe einmal die Randmasche. 1, 2, 3 rechte Maschen, einen Umschlag und 2 Maschen überzogen rechts zusammengestrickt. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 feste rechte Maschen, ein Umschlag, 2 Maschen rechts überzogen zusammengestrickt, wieder 9 rechte Maschen, ein Umschlag, 2 Maschen rechts überzogen zusammengestrickt. Und die Reihe mit 4, 3 rechten Maschen und einer Randmasche abgeschlossen. Die Rückreihe machen wir dann wieder mit linken Maschen. Und wir machen dann hier die zweite Lochmusterreihe. So, und das ist jetzt die 35. Reihe.
Da habe ich jetzt das zweite Lochmuster, also die zweite Lochmusterreihe gemacht. Und jetzt müssen wir ab der 37. Reihe auf der linken Seite in jeder zweiten Reihe 4x 2 Maschen abketten und eine Masche abketten. Und immer weiter im Muster stricken. Ich habe jetzt die 38. Reihe gestrickt und habe hier am Rand 2 Maschen abgenommen. Das heißt, ich habe die ersten 3 Maschen, also die Randmasche, zusammengestrickt und dadurch habe ich 2 Maschen abgenommen, weil eine bleibt ja dann über. Das stricke ich jetzt bis zur 7. Abnahme, wenn ich nur eine Masche abnehmen muss. Und dann fangen wir mit dem Halsausschnitt an und dann melde ich mich wieder. Ich hatte schon mal gesagt, ein Mustersatz ist 48 Reihen. Und jetzt habe ich hier im zweiten Mustersatz die 11. Reihe, wo nochmal ein Lochmuster hinkommt. Und zwar eine Randmasche und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rechte Maschen, ein Umschlag und 2 Maschen rechts überzogen zusammenstricken. Und dann 1, 2, 3, 4, 5 Maschen bis zum Ende. Und nicht vergessen, auch hier immer entsprechend in jeder zweiten Reihe 2 Maschen zusammenstricken, das heißt eine Masche abnehmen. Jetzt mache ich dieses Lochmuster fertig und dann kommen wir auch gleich zu der Abnahme für die Halsschräge und dann melde ich mich wieder. So, ich habe jetzt hier in der 14. Reihe 6 Maschen auf einmal abgekettet und hier natürlich immer wieder diese eine Masche abgekettet. Dann habe ich 2x3 Maschen abgekettet. Die 2 Maschen, die übrig geblieben sind, habe ich dann bis zur 24. Reihe hochgestrickt und die in der 24. Reihe dann alle beide zusammen abgekettet. Und das ist jetzt unser erstes Vorderteil, das linke Vorderteil. Und das rechte Vorderteil stricken wir jetzt gegengleich. Der Mustersatz besteht aus 48 Reihen. Aber wir müssen jetzt hier aufpassen, weil ab der 36. Reihe fangen wir an mit der Abnahme. Wir stricken also jetzt bis zur 36. Reihe glatt rechts und dann fangen wir an, wie beim Rückenteil auch, 4-mal in jeder zweiten Reihe hier rechts und links 3 Maschen bzw. 2 Maschen abnehmen. Das machen wir, indem wir die Randmasche statt einer Randmasche 3 Maschen zusammenstricken, bleibt eine übrig. Das machen wir 4-mal. 1, 2, 3, 4 und dann stricken wir weiter in jeder zweiten Reihe, stricken wir dann 2 Maschen rechts und links zusammen und haben dann jeweils in jeder zweiten Reihe rechts und links eine Masche abgenommen für die Schräge. Wenn wir die 48. Reihe, also die letzte Reihe des Mustersatzes, erreicht haben, stricken wir 8 Reihen glatt rechts und in der 9. Reihe dann noch einmal unser kleines Lochmuster. Das heißt, wir stricken eine Masche, also die Randmasche, in der 9. Reihe dann die Randmasche und 13 Maschen rechts und dann wieder ganz normal wie in den Lochmuster vorher auch, ein Umschlag, 2 Maschen rechts verschränkt zusammen. Die 10. Reihe ist dann auch wieder rechts und links 2 Maschen zusammengestrickt, um eine Masche abzunehmen. Und so geht das weiter, bis dass wir die 28. Reihe erreicht haben. Und in der 28. Reihe dann nehmen wir die Maschen ab und haben unser Ärmel. Den Ärmel müssen wir natürlich 2-mal stricken.
Und wenn ich den fertig habe, dann melde ich mich wieder. Ich habe jetzt hier das rechte Vorderteil, das habe ich gegengleich zum linken Vorderteil gestrickt, habe auch hier schon die Fäden vernäht und habe es dann an das Rückenteil schon mal angenäht. Das sieht dann so aus. Wir sollten jetzt alle Fäden vernähen. Das mache ich jetzt hier auch mal. Und dann nähen wir die Einzelteile zusammen. Zeige dir dann anhand des Ärmels, wie das zusammengenäht wird. So, wir vernähen jetzt hier den Faden. So, jetzt gehen wir die Reihe wieder zurück und versuchen mit der Nadel zwischen die Wollfäden einzustechen, damit sich das verhakt, sage ich mal, und auch nicht aufgehen kann. So machen wir das jetzt. Und einmal abschneiden. Dann habe ich das hier oben noch. Auch das vernähen wir. So. So. Jetzt nähe ich den Ärmel zusammen. Das heißt, ich lege die rechte Seite so zusammen, dass die linke Seite vor mir liegt. Und dann nähe ich diese Seite bis zur ersten Abnahme, nämlich bis hier, so, nähe ich jetzt zusammen. Dafür nehme ich meinen Wollfaden wieder, ziehe den durch meine Nähnadel. Ich kann es auch ein bisschen auseinanderziehen, wenn es nicht durch will. Und er ziert sich aber jetzt wirklich. Haha. Ja, okay. Dann mache ich jetzt einen Knoten rein. So. Da. Jetzt haben wir hier links außen und hier unten ziehen wir unseren Faden durch. So, und jetzt nähen wir einfach. Wir haben hier einen Knötchenrand. Wir können das jetzt hier wunderbar zusammenlegen. Und dann sehen wir immer die ganzen Knötchen. Und jetzt nähen wir
für engmaschig, ganz einfach und ganz simpel die Teile zusammen. Das heißt, wir machen eine ganz unspektakuläre Naht. Ich stecke die Nadel durch, nehme den Faden, lege ihn da drüber und ziehe diese kleine Schlaufe fest. Und so machen wir das, bis dass wir oben an der ersten Abnahme des Ärmels angelangt sind. So, wir haben das jetzt hier zusammengenäht. Jetzt drehen wir das Ganze mal rechts um. So. So sieht der Ärmel jetzt aus. So. Und so müssen wir ihn jetzt an die Jacke annähen. Jetzt nehme ich die Jacke und muss ich jetzt hier die Spitze des rechten Vorderteiles hier dran nähen. Dafür drehe ich das Ganze jetzt wieder komplett auf links. So. 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 Und hier. Ja, ein bisschen Fummelei. So. Hier muss das jetzt angenäht werden. Das mache ich jetzt mal schnell. So, die kleine Ecke von dem Vorderteil habe ich jetzt hier oben am Rand angenäht. Und am besten ist es, ich habe hier schon mal in der Mitte einen Faden. Hier habe ich in der Mitte einen Faden durchgezogen. Und am besten ist es so, dass er jetzt hingeht und den Ärmel nimmt. Und erstmal hier anlegt. So. Und die Mitte wird jetzt hier angenäht. So. So, am besten mit zwei Stichen, damit es auch fest ist. Das ist dann der Anfang des Zusammennähens. Wenn ihr das jetzt so legt, könnt ihr auch nicht den Ärmel falsch annähen. Sagen wir mal jetzt so, denn das ist ja verkehrt, wenn ihr so annäht. Und du legst das hier so hin und so drauf, und dann siehst du genau, dass du diese Naht schließen musst. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar wieder mit ganz kleinen, unspektakulären Stichen. Also eine ganz simple, einfache Naht. Und dann mit einer Schlaufe. So. So, und hier ist ja der Ärmel zu Ende. Jetzt nehmt ihr das so. So, so. Schön immer die Knötchen, weil es ein Knötchenrand, schön die Knötchen aneinander. Und hier jetzt einfach zusammennähen. Einmal durchstechen, den Faden so drüber legen. Durchziehen, dann habt ihr hier diese kleine Schlinge. So. So muss das jetzt sein. Und immer aufpassen, dass ihr diese kleine Schlinge habt. Ihr könnt den Faden direkt drüber legen über die kleine Nähnadel und durchziehen. Oder ich stechte es ein, zieht durch
Ups, jetzt habe ich den Faden aus der Nadel raus verloren und dann hier rein. Aber ich mache erstmal den Faden wieder rein. Einen Moment. Ist wieder drin. Könnt ihr also erst so und dann mit der Nadel durch die kleine Schlaufe. Und das macht ihr jetzt, bis dass ihr hier unten angekommen seid. Und dann mal von rechts nach links zusammennäht, habe ich mir das Ganze jetzt einfach umgedreht und nähe das jetzt zusammen. Ist ein relativ langer Faden, aber vielleicht komme ich ja damit bis unten hin. Meine Oma sagte immer, langes Fädchen, faules Mädchen. Da ist was Wahres dran. So. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich unten mit dem Zusammennähen angekommen bin. Die Naht haben wir jetzt fertig. Jetzt drehen wir das Ganze rum und schließen diese Naht. Hier fangen wir oben an. So. Jetzt auch hier einfach dieses Stück mit kleinen Stichen zusammennähen. Bis dann. Jetzt haben wir alle Fäden vernäht, alle Nähte geschlossen, die Einzelteile also aneinander genäht und haben jetzt hier schon fast ein Jäckchen. Und jetzt gehen wir hin und müssen an der Seitenkante Maschen aufnehmen, um hier 3 cm eine Leiste zu machen, an der wir die Knöpfe annähen. Das gleiche kommt dann hier hin noch mit Knopflöchern, damit wir das Ganze auch ordentlich schließen können. Das zeige ich dir jetzt mal, wie das geht. Und zwar nehmen wir dafür eine Hilfsnadel. Die ist etwas dünner, das ist eine 2,5er. Das hier ist eine 3,5er, das ist mir zu dick. Und ich fange jetzt an und nehme Maschen auf. So, und jetzt hier, immer, hier sind die Maschen, unsere rechten Maschen. Gehen dann mit der Nadel immer da rein und nehmen da Maschen auf. So, ich habe jetzt hier die Maschen vom Rand aufgenommen. Ich habe immer mit der Nadel von
oben nach unten hineingesteckt in die Masche. Das hat zur Folge, dass hier die Maschen auf der Stricknadel falsch rumliegen. Dann, wenn ich die jetzt hier mit meiner Stricknadel wieder aufnehme, muss ich die einfach wieder drehen. Das heißt, so, ich habe jetzt hier diese Masche, die ist ja falsch rum. Also, wenn ich die jetzt stricken würde, hätte ich eine verschränkte Masche. Also gehe ich jetzt hin und drehe sie einfach so auf meine Nadel. Dadurch liegt sie andersrum und ich kann sie gleich wunderbar abstricken. Das mache ich jetzt, bis ich hier am Ende angekommen bin. Und dann stricken wir gemeinsam die erste Reihe. So, die letzten habe ich, glaube ich, sogar richtig rumgemacht, genau. Und die lasse ich jetzt einfach auf meine Rundstricknadel gleiten. So. Und so. Und jetzt stricken wir eine Reihe rechte Maschen. Dafür stecke ich die Nadel hier rein, nehme mein Garn, mache keine Anfangsschlaufe, lege das einfach hier so drüber und stricke rechte Maschen. So, jetzt bin ich fast unten am Bund angekommen mit meiner Reihe. Und falls mal eine Masche falsch rum drauf liegt auf der Nadel, so wie diese, dann gehen wir hin, drehen die einfach um und stricken sie rechts ab. Ist ein bisschen knifflig, weil auch diese hier drehen wir um, so, und stricken sie rechts ab. Ist ein bisschen knifflig, weil das Ganze, die erste Reihe halt sehr eng ist und man sehr eng gestrickt ist auch und man immer gucken muss, dass die Maschen richtig rumliegen. Aber, so, das haben wir geschafft. So, jetzt haben wir hier einen wunderschönen Anschlag. Und das stricken wir jetzt 3 cm kraus rechts hoch. Also kraus rechts, ne? Die Hinreihe rechts und die Rückreihe rechts. So. Ich habe jetzt also 10 Reihen kraus rechts gestrickt. Und die 11. Reihe, da kette ich jetzt ab und zwar kette ich ab mit meiner Häkelnadel. So habe ich einen elastischen Rand. Ich kette gerne mit der Häkelnadel ab, aber ihr könnt natürlich abketten, so wie ihr das möchtet, ne? So. Immer hier in die Masche rein, Faden durchziehen, Masche von der Nadel gleiten lassen und mit der Häkelnadel durch die 2 Maschen durch. So sieht das dann aus. Das ist ein schöner, sauberer Abschluss. So, die letzten 3. Und die letzte
Masche der Nadel. So. So, eine Luftmasche. Abschneiden. Und durchziehen. Okay. Jetzt haben wir diese Seite fertig. So. Ich finde, das sieht doch schon wirklich gut aus. Jetzt fangen wir mit der anderen Seite an. Da stricken wir dann ebenfalls 10 Reihen kraus rechts. Ne? Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 und die 11. haben wir ja dann so mit der Häkelnadel abgemacht. Aber nach 7 Reihen fangen wir dann an, also hier ist zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Hier machen wir dann Knopflöcher auf dieser Seite. So, jetzt nehmen wir erstmal hier wieder die Maschen auf. Dafür nehmen wir wieder die dünne Nadel und stechen wieder, am besten immer von oben nach unten, in die Masche ein. Wir können es auch andersrum machen, es ist einfacher, aber dann haben wir wieder verdrehte Maschen auf der Nadel, was auch nicht schlimm wäre, weil man die ja auch immer wieder mit der Stricknadel richtig rum machen kann. Ist ein bisschen Fummelarbeit, ich weiß, aber kriegen wir hin. So. So. Nehme ich meine Stricknadel und nehme die schon mal wieder auf meine Nadel auf. Also von der Hilfsnadel auf meine Stricknadel. Upsala. Hatte sich etwas verheddert. Habe ich jetzt hier was verloren? Ich glaube, ich habe eine verloren. So. Ja. Wie gesagt, ein bisschen eine knifflige Geschichte. So. Jetzt geht es ja wieder fix. So, jetzt setze ich die Nadel das ein bisschen verheddert. So. So. Die haben wir schon mal auf unserer Nadel. Und jetzt nehmen wir weiter mit der Hilfsnadel die Maschen auf. Jetzt haben wir alle Maschen aufgenommen am Rand mit der Hilfsnadel und diese dann auf die Rundstricknadel gleiten lassen. Und jetzt stricken wir die erste Reihe wieder rechts und 7 Reihen kraus rechts. Und in der 8. Reihe dann melde ich mich dann wieder und dann schauen wir mal, wie wir die Knopflöcher machen. So, also 18 Maschen rechts gestrickt. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen und 8 Maschen rechts stricken. 1, 2, 3,
Also hier wieder ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammengestrickt und wieder acht Maschen rechts. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammengestrickt, acht Maschen rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammengestrickt. Dann haben wir noch über 6. Dann machen wir nochmal 8. Passt hier wohl. Und 8. Ein Umschlag. Und zwei Maschen rechts zusammen gestrickt und die restlichen 6 auch einfach rechts abstricken. So, das Ganze stricken wir jetzt wieder 11 Maschen, also 11 Reihen. Wir haben also jetzt hier die 7. Reihe. 10 stricken wir und die 11. wird abgekettet. Das heißt, wir müssen jetzt noch 3 Reihen rechts stricken und die 4. Reihe, dann häkeln wir dann oder dann ketten wir dann mit der Häkelnadel die Maschen ab. Jetzt habe ich hier die 10. Reihe kraus rechts gestrickt und hier seht ihr jetzt die Knopflöcher, die entstanden sind. Jetzt gehe ich hin und kette die Maschen mit meiner Häkelnadel ab. So, also hier hinein in die Masche. Den Faden durchziehen, in die nächste Masche rein, den Faden durchziehen. Jetzt habe ich ja 2 Maschen auf der Nadel, auf der Häkelnadel und jetzt einfach durchziehen. Wieder und den Faden durch alle beide Maschen durchziehen. Und das machen wir jetzt, bis wir keine Maschen mehr auf der Stricknadel haben. Als Besonderheit für dieses Babyjäckchen habe ich hier einen Blätter- oder Blattmusterkragen gestrickt. Der kommt dann an den Halsausschnitt dran. Aber keine Sorge, ich werde den Mustersatz stricken und zwar mit 1, 2, 3 großen Blättern, Reihe für Reihe. Ihr müsst das dann nur entsprechend immer weitermachen. Wenn ich das jetzt hier so nehme, ich nehme mal die Jacke. So, ist unser Jäckchen. Ich habe jetzt hier alles vernäht. Jetzt ist mal so ein bisschen. So. Dann kommt jetzt der Kragen. Letztendlich hier wird er hier so dran genäht. So. So. Ich finde, das ist ein wunderschöner Abschluss für dieses Babyjäckchen. Hier diesen
Blätterkragen oder Blattmusterkragen. Das Muster zeige ich euch einmal in der Strickschrift und dann werde ich, wie gesagt, diesen Teil ungefähr werde ich dann Reihe für Reihe mit euch durchgehen, damit ihr das auch so schön hinkriegt. Und keine Angst, das ist überhaupt kein Problem. Das kriegen wir hin. Gott. So. Die erste Hälfte habe ich schon dran gehäkelt. Und jetzt häkel ich die zweite Hälfte des Kragens an. Ich finde, das ist besser wie nähen. Ich bin ja sowieso ein großer Häkelfan. So, also ich nehme, habe hier eine, ups, weg ist sie, eine Anfangsschlaufe auf meiner Häkelnadel. Und jetzt gehe ich in meiner Häkelnadel hier hinein. So. Hole den Faden. So. Und mache diese beiden Maschen gemeinsam ab. Weiter. Ich steche hier ein. Und hier. Hole den Faden und mache beide gemeinsam ab. Mal gucken, dass ich hier auch immer schön alles hier lang, ja, das passt hier wunderbar. So, jetzt machen wir eine Masche nach der anderen, durchziehen und abmaschen. Und so sieht das auch sehr ordentlich aus. So. So. Tja. Wenn ich jetzt hier in der Mitte angekommen bin, dann zeige ich dir, wie es aussieht. So, jetzt haben wir den Kragen angenäht. Beziehungsweise angehäkelt. Und ich finde, das sieht viel schöner aus. Jetzt müssen wir nur noch die Knöpfe annähen. Und dann sind wir mit diesem absolut hinreißenden Babyjäckchen auch schon fertig. So, von hinten. Also, damit erntest du sicherlich sehr viel Lob und auch Komplimente dafür, was du da Schönes gestrickt hast. So, wenn ich jetzt die Knöpfe angenäht habe, dann zeige ich das noch mal kurz. Und dann habe ich mir gedacht, ich stricke mir dazu in diesem Muster noch ein passendes Höschen, so dass wir eine schöne Ausfahrgarnitur haben. Ich würde sagen, bis gleich. So, jetzt habe ich hier 5 Knöpfe angenäht. Ich habe weiße Knöpfe genommen. Und jetzt ist das wunderschöne Jäckchen fertig. So sieht der Kragen von hinten aus, von vorne. Für den Kragen habe ich jedenfalls ein extra Video vorbereitet, weil wir arbeiten dann gemeinsam jede einzelne Reihe, damit das auch so schön dann auch bei euch aussieht, wie hier bei mir. Ich bin gespannt, wie viele das Jäckchen nachgearbeitet haben. Schreibt mir das doch einfach unten in die Kommentare, wie es geklappt hat und ob ihr Fragen dazu habt. Gebt mir ein Däumchen nach oben, liked das Video und abonniert den Kanal, damit wir auch weiterhin zusammen stricken und häkeln können. Ich freue mich drauf. Bis später. Ich kaufe von jou, eure Hanna.